Das ist ein Mord, ein politischer Mord. Denn es handelt sich um einen Kaiser. Ein Kaiser wird erschossen und mit ihm seine zwei Offiziere. Salü! Heute möchte ich euch etwas von der Kunsthalle Mannheim erzählen und euch einen ziemlich coolen Typen vorstellen. Er hat zwar nicht hier in Mannheim gelebt, sondern in Paris, aber das ist gar nicht so schlimm. Paris ist schließlich nicht so weit weg. Der Künstler, von dem ich euch erzähle, war ein echter Hipster. Nur eben vor 200 Jahren. Denn auch damals trugen die Hipster Bärte, Zylinder und Handschuhe. Und diese trugen sie täglich mit sich, so wie wir unser Handy. Es war aber auch eine Art Provokation, nur irgendwie mit Stil. Der Künstler, von dem ich rede, heißt Manet. Er war Maler. Das hatte den Stellenwert eines Influencers zur heutigen Zeit. Manet hat so ziemlich jedes Event mitgenommen. Und in Paris gab es damals schon eine Menge Events. Da haben die Leute nicht nur gefeiert, sondern auch über Politik, Philosophie und Kunst geredet. Das war für Manet und seine Freunde eine Art soziale Plattform. Sozusagen ein analoges Instagram. Das bedeutete, dass sie sich nächtelang in Cafés und Restaurants herumgetrieben haben. Oder in Varietés. Er kannte viele andere Maler, Schriftsteller und Künstler. Er war sogar mit einem der ersten Fotografen befreundet. Das ist wichtig, denn das hat seine Kunst zum Malen maßgeblich verändert. In der Schule lief es nicht sehr gut für ihn. Er war kein guter Schüler und legte sich gerne mit den Lehrern an. Deshalb konnte er kein Offizier oder Richter werden, wie sein Vater. Dafür fuhr er mit dem Schiff nach Brasilien. In Rio de Janeiro entdeckte er den Karneval, hübsche Frauen, aber auch Reste von Sklaverei, die er sehr ablehnte. Auf der langen Rückfahrt mit dem Schiff entschied er sich, Maler zu werden. Seine wohlhabenden Eltern unterstützten ihn dabei. Er durfte Malerei studieren. Allerdings hatte er einen langjährigen Streit mit seinem Lehrer Couture. Und sein Erfolg war durchwachsen, denn nicht jedes Bild von ihm durfte ausgestellt werden. Manchmal provozierte Manet zu sehr, wie zum Beispiel mit dem Bild Frühstück im Garten. Das ging einfach zu weit. Das gefährlichste Bild in der Kunsthalle Mannheim ist von einem französischen Maler. Er heißt Edouard Manet und er zeigt uns, wie drei Menschen erschossen werden. Und es sind Soldaten, die ihn erschießen. Sie haben riesige, lange Gewehre und man sieht sogar das Mündungsfeuer. Das ist ja ganz furchtbar. Ist das ein Mord? Ja, sagt der Maler, der es gemalt hat, das ist ein Mord, ein politischer Mord. Denn es handelt sich um einen Kaiser. Ein Kaiser wird erschossen und mit ihm seine zwei Offiziere. Und es schauen Menschen zu. Eine ganze Menge von Leuten haben sich über eine Mauer gehängt im Hintergrund und schauen zu. Und man weiß nicht so genau, sind sie entsetzt oder sind sie begeistert? Sind sie froh, dass da ein Tyrann erschossen wird oder finden sie es grauenvoll, dass eine Erschießung stattfinden darf? Als das Bild 1909 in der Kunsthalle Mannheim zum ersten Mal gezeigt wurde, waren die Bürger und Bürgerinnen entsetzt. Sowas sollen sie sich in einem Museum anschauen, eine Erschießung? Und da sind ja jede Menge Fehler im Bild. Die Räumlichkeit stimmt nicht und es gibt Partien, wo man nicht genau erkennen kann, wozu gehört denn das Detail. Außerdem, wenn man die Hände anschaut, dann merkt man, das hat der Maler ganz anders gemalt, als man sich das denken würde. Und deswegen waren die Leute unzufrieden mit der Entscheidung des damaligen Kunsthallendirektors Fritz Wichert, dieses Gemälde anzukaufen und in Mannheim auszustellen. Daraus hat sich ein richtiger Skandal entwickelt. Erst heute verstehen wir, wie klug die Ankaufsentscheidung war. Denn dieses Bild ist tatsächlich ein Schlüsselbild. Die ganze französische Außenpolitik ist in diesem Bild zu erkennen, die der Maler Edouard Manet sehr kritisch betrachtete. Manets Leben wurde immer schwieriger.
Mit 43 Jahren erkrankte er an der damals unheilbaren Krankheit Syphilis, die ihn bis zu seinem Lebensende quälen sollte. 10 Jahre nach seiner Erkrankung musste ihm sogar ein Bein amputiert werden. Und an dieser Operation starb er dann auch. Auf dem Bild sehen wir Kaiser Maximilian I. Vor seiner Hinrichtung soll Maximilian jedem Soldaten eine Goldmünze zugesteckt haben und sie darum gebeten haben, ihm nicht ins Gesicht zu schießen, damit seine Mutter seinen Leichnam erkennen könne. Die Erschießung fand 1867 statt. Ein Jahr später malte Manet das Bild. Doch eine Frage bleibt noch offen. Was ist mit dem 7. Soldaten? Warum schießt er nicht? Mais je...